Danke, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dieser Debatte geht es im Kern ja darum, welchen Beitrag kann technologischer Fortschritt und Innovation für die zukünftige positive wirtschaftliche Entwicklung und damit auch für den inneren sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft liefern. Der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, nennt die technologischen Umbrüche, über die wir hier diskutieren, derzeit die vierte industrielle Revolution. Und ich finde, er hat recht. Denn es hat noch nie ein technologischer Umbruch Wirtschaft und Gesellschaft so rasch, so global und so grundlegend geändert wie die digitale Transformation. Und wenn es eine industrielle Revolution ist, dann sollte das Land, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, das einen industriellen Wertschöpfungsanteil hat, der doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt der EU-Länder, ganz besonders an der Spitze der Förderung von Technologie und Innovation stehen. Das macht die Bundesregierung, darin unterstützen wir sie als Fraktion und wir sind einen großen Teil des Weges gemeinsam und erfolgreich gegangen. Tatsache ist aber auch, an die Spitze zu kommen, ist das eine, die Tabellenführung zu verteidigen, das andere. Und deswegen wird in den nächsten Jahren unsere Aufgabe sein, als Gesetzgeber, als Bundesregierung, diese Entwicklung weiter positiv zu begleiten. Und wir müssen uns schützen, dass wir vor der Hybris der Selbstüberschätzung dazu kommen, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern weitermachen auf hohem Niveau, die Innovationsnation in Europa zu sein. Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst, den wir aber auch zur Verteidigung unserer Wettbewerbsposition haben sollten. Und ich möchte Sie, Frau Bundesministerin, ermutigen, diesen Weg weiterzugehen und nicht nur auf einzelne, sondern auf eine breit angelegte Strategie. In meiner Heimatregion beispielsweise ist einer der wenigen industriebasierten Cluster gefördert worden von Ihnen, die zeigt, dass die industrielle Basis Deutschlands und die Innovation nach vorne gehen. Aber es geht eben nicht nur um Industrieproduktion, sondern die digitale Transformation trifft uns in vielen anderen Bereichen. Ich nenne den Bereich der beruflichen Bildung, wo der Kollege Kretschmer für unsere Fraktion ja wichtige Initiativen leitet. Beispielsweise, wie Ausbildungsordnung zukünftig gestaltet werden, wie Berufsschulwesen organisiert wird, ob wir in Berufsschulen unsere Nachwuchskräfte ausbilden, die mehr museal gestaltet sind, an Maschinen, die eigentlich eher ins Technikmuseum gehören, als in den Betrieben verwendet werden. All das sind Aufgaben, die uns als Gesetzgeber in Kommune, in Ländern und im Bund im Bereich der beruflichen Bildung erreichen. Und das Motto lebenslanges Lernen ist eine Aufforderung, diese Veränderung auch im Bereich der beruflichen Bildung kontinuierlich zu berücksichtigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist einiges über E-Government gesagt. Ich glaube aber, dass dieses Hohe Haus, der Deutsche Bundestag, durch die digitale Transformation genauso herausgefordert ist. Wenn ich mal vergleiche, wie Abstimmungsprozesse vor 10 oder 15 Jahren stattgefunden sind, hat die digitale Repräsentation, ist ein neuer Wettbewerber im Meinungsbild, der den Abgeordneten herausfordert. Ich persönlich glaube, dass das Repräsentationsprinzip und die digitale Kommunikation ein bisschen besser miteinander harmonieren müssen. Und wir müssen sehen, was liefert das einen zusätzlichen Beitrag für lebendige Demokratie und wo sind Grenzen, wenn beispielsweise bezahlte Kampagnen gegen den Freihandelsabkommen die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes über einen digitalen Hebel und damit auch die repräsentative Demokratie in Teilen ausheben wollen. Das sind Fragen, über die wir uns Gedanken machen sollten. Ja, diese digitale Transformation hat auch eine soziale Dimension. Und wenn wir die Frage stellen, beispielsweise zwischen denjenigen, die am digitalen Wandel teilhaben und denjenigen, die davon ausgeschlossen sind, dann würde Heiner Geißler, der ehemalige Generalsekretär der CDU, wahrscheinlich hier von einer neuen sozialen Frage sprechen. Weil natürlich Zukunftschancen der informationsreichen im Vergleich zu den informationsarmen Gesellschaften auch eine soziale Herausforderung ist. Und es gehört, glaube ich, im Land der sozialen Marktwirtschaft auch dazu, dass ein vernünftiges und sehr solides Maß an Gerechtigkeit und fairer Chancenverteilung nicht nur für den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft zuträglich ist, sondern auch für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Das sollten wir bei dieser Debatte nicht vergessen.
Ich glaube, dass es dabei auch nicht nur um Tonnenideologie geht, also wie viel Geld geben wir aus, welche Quote haben wir. Es geht nicht nur um Quantität, sondern um Qualität. Darauf müssen wir im Einzelfall auch immer achten. Ich bin nicht der Auffassung, dass eine Verkomplizierung des Steuerrechts zu mehr Innovation führt, sondern im Kern geht es um einen Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft. Wir als Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Nation, die Menschen, die hier leben mit unterschiedlichen kulturellen Herkunften. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich Innovation betrieben. Wir müssen das weitermachen. Technologische Veränderung hat Risiken, aber wir müssen vor allen Dingen die Chancen nutzen. Und dieser Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft ist das Zentrale, was Bildungs- und Forschungspolitik in den nächsten Jahren unterstützen sollte. Lassen Sie mich mit einer persönlichen Bemerkung schließen. Ich werde nach 25 Jahren und 7 Monaten in den nächsten Tagen beim Präsidenten meinen Verzicht auf die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, nehme mein Recht der Freiheit zum Verzicht auf das Mandat nach 25 Jahren oder wie Heinz Riesenhuber mir gestern mitteilt, das ist ja fast schon ein Vierteljahrhundert Tätigkeit in diesem Parlament. Ich war gerne Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Ich finde, das ist eine formidable, eine tolle Tätigkeit. Ich habe viel Kameradschaft, viel kollegiale Kritik erreicht. Und in 25 Jahren kommt man auch ein bisschen rum. Und ich kann sagen, der Deutsche Bundestag muss sich auch im internationalen Vergleich nicht in irgendeiner Art und Weise verstecken. Wir sind ein nobles, wir sind ein effektives, wir sind ein arbeitsreiches Parlament. Ich war gerne dabei. Bin auch ein bisschen stolz, an vielen Entscheidungen mitgewirkt zu haben und möchte einfach Danke sagen dass Sie mich so lange mitgenommen haben und hoffe, dass so Entscheidungen wie ausgeglichener Haushalt oder die Frage Menschenrechtsfragen, denen ich mich im letzten Jahr beschäftige, uns weiter auch umtreiben. Der Deutsche Bundestag ist ein Ort, in dem Mitarbeiten sich lohnt. Ich bin dankbar dafür. Herzlichen Dank. Lieber Kollege Kampeter, ich nutze die Gelegenheit gerne, Ihnen auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit in diesem Vierteljahrhundert zu danken und alles Gute für das neue Amt zu wünschen. Das ist nicht ganz so formidabel wie das Mandat, das Sie jetzt freiwillig aufgeben, dafür aber besser bezahlt. Und im Übrigen dürfen wir sicher sein, dass wir Ihnen nicht aus dem Auge geraten. Wir sagen Ihnen das allerdings auch umgekehrt zu. Und möglicherweise empfiehlt sich ja die Unterscheidung zwischen Quantitäten und Qualitäten in der neuen Aufgabe in ähnlicher Weise, wie Sie uns das hier für unsere weitere Arbeit mit auf den Weg gegeben haben. So. Saskia Esken ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion.